Mix über ein bisschen Prosciutto, Kroatisch, Schinken, ein bisschen Kullen, scharfe Salami, Käse. Das hat die Gentima eben schnell gebastelt. So, Tag Nummer 2, es geht los. Diesmal bei Richtung Norden von Istrien. Erste Station wird Umag sein, ne? Nein, Gros. Kros? Bosnien. Ne, gucken wir uns das alles mal an. Mhm. So, heute mal kein Strafzettel, dafür ist das Auto voll gelassen, Alter. Was ist das? Was haben die gemacht? Hä? Guck dir die Scheiße an. Du sollst rauspiepsen, aber die haben das Auto komplett voll. Santa Maria Lucia. Da kommen sie. Da kommen sie. So, sieht man das hier? Sieht man das? Also jetzt sind wir hier in Grosnyan mäßig. Guck mal, die Straße geht nur round round, du kannst sie gar nicht drehen. Was soll es hier geben? Eine schöne Kapelle? Und eine Altstadt. Ja, guck mal mal. Guck mal mal, was die. Da gucken wir mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. Genau. Harrison. Ich bin froh, dass ich meine Schuhe mitgenommen habe. Ich laufe so rum, Alter. Ja. Willst du den Regenschirm? Willst du den? Nee. Okay. Ich habe mein Cap bei dir. Also das Dörfchen muss es hier jetzt erst rausreißen. Los. Was ist das jetzt hier für ein Dorf? Ein Künstlerdorf. Ja. Ein Künstlerdorf. Bände. Gepaint und gepaint und gepaint. Eine hohe Leiter painten. Galeria Grisa. Oh, Galeria Rosetta. Das hier everywhere ist Galeria. Oh, wie schön. I like this house. Yeah, cute. I like this kind of house. Ist schön. Wie viele Chips gibt's auch? Hast du gesehen? Hier ist es. So, jetzt in Umag angekommen. Da waren wir ja auch schon mal mit Forever, beziehungsweise hatten wir hier eine Veranstaltung. Jetzt gehen wir aber straight away auf so einen bekannten Platz. Das hatten wir uns damals alles gerade angeschaut gehabt, weil wir quasi nur im Hotel waren und der Veranstaltung gefrönt haben. Aber jetzt gehen wir mal hin, gucken uns ein bisschen kulturelle Sachen an und dann gehen wir was essen, oder? Umag. In Umago gehen wir ein bisschen was Schnabulatia und Parkplatzsituation verheerend. Ich will nicht wissen, wir sind jetzt hier noch außerhalb der Saison, wie es dann in der Full-Saison ist. Also Park kann ich hier vergessen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, da läuft er weg, da wäre ein Hundesalon gewesen. So, kurzer Halt. Eine Touristenfalle. Ja, der Toilet ist okay, Jenny. Aber nur der Boden ist dreckig. So, das war einmal die Pizza Frutti di Mare. Das ist hier das Bruschetta. Das
jetzt dieser Selle. Der sieht aber alles gut aus. Ja, Jenny, deine sieht gut aus. Und so heute die Variation in der Lepinia. So, also Essen. Essen war tipptopp. Ich sag gleich vorneweg, 10 von 10, Ambiente war auch in Ordnung, dies, das. Ich sollte sogar eine Google-Bewertung abgeben, wenn alles so gut war. Die findet ihr dann wahrscheinlich auch auf diesem Restaurant. So, du. Also ich bewerte die Cevape von dir mit 10, mein Cäsarsalat 8. Oh, der war aber ganz lecker. Also ich sag mal so, der war gut. Der war wirklich sehr gut, aber ich würde ihn nicht nochmal bestellen. Okay. Bei Cäsar-Dressing war es halt nett, es war so ein Joghurt-Dressing. Okay. Dann die Bruschetta auch eine 8, das war fancy gemacht, das war auch okay vom Geschmack. Aber mir war es ein bisschen trocken, mir hat so das Olivenöl gefehlt. Dann hätte man wahrscheinlich auch bestellen können. Und meine Mutter ihre Pizza war eine 8. Mama, Punkte. I want you to make eine Bewertung von der Restaurant. 8. 8 aus 10, okay. 8 aus 10. Und bei Bagdad? Wie heißt das? Bagdad? Ich denke, ist das passiert. Ist doch auch was passiert. Ah, das ist quasi hier oben. Da oben links zu sehen. Oh, grazie, Capanna. Also das letzte Mal da mal genau hier vorne, da unten. Also. So, jetzt hier schnell an den Leuchtturm. Jenny hat uns eben aufgeklärt, das ist der älteste noch aktive Leuchtturm hier an der Küste, kroatischen Küste. Ja, da gehen wir mal kurz hier an Camping vorbei. Runa an the Beach, wenn das funktioniert irgendwie. Oder maybe müssen wir noch eine andere Richtung einschlagen. Aber ich glaube, hier kommen wir kurz vorbei. Wir haben da drüben auch illegal geparkt. Also das ist der Leuchtturm Savudrija am westlichsten Punkt von Kroatien. Der 36 Meter hohe Turm ist der noch einzigste aktive Leuchtturm des Landes, also des gesamten Landes. Um Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dieser Leuchtturm errichtet und es ranken sich zahlreiche Geschichten um den. Und ja, ist halt der älteste, aktivste, am westlichsten Ort von Kroatien. War das richtig? Westlichster Ort? Ja. Dankeschön. Ja, aber ganz kurz, wir können hier was trinken. Nächster Halt hier in Novi Grad. Wir wollen zu den Umbrellas, zu den Regenschirmen, die aufgespannt sind. Das sieht man da weiter vorne rechts. Ja, man muss noch ein bisschen laut. Wir können hier was trinken, wenn wir nicht. Ja. Cool. Für wunderbares Wetter. Da vorne ist er, das sagenumwobene Umbrella Spot. Das ist ein. Guckt euch gleich selber an. Soll ich von dir auch eine machen? Wie findest du das jetzt hier, diese Umbries? Schön gemacht. Schön, haben sie schön gemacht. Dir gefällt es nicht. Mama, so. Willst du auch ein Bild haben? Ja. Okay,
Na. Wir müssen mal kurz mal über das Leben sinnieren. Wie ist Harrison, wie war es im Wasser? Wunderbar. Der Harrison hat, glaube ich, keine Lust mehr. Gell, Harrison? Ansonsten ein wunderbares Plätzchen also hier, Nobby oder? Also gerade ist wirklich schön, vor allem schön zum Bilder machen. Aber ich empfehle, kommt wirklich außerhalb von der Saison, so wie wir, da ist nicht so viel los, weil ich denke, wenn das hier im Sommer voll ist, dann macht es auch keinen Spaß. Da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro mehr kosten, ne? Und vor allem kannst du dann halt auch keine Bilder machen. Nee. Muss man dann ewig anstehen. Ja. Mal gucken, was da hinten noch so gibt. Ja, das ist der Turm von der Hinterseite, Rückseite. Jetzt wird zielstrebig ein Magnet besorgt. Yes. Da kommt sie wieder. Was hat sie sich ergattert? Was hat sie geholt? Butterfly Effect. The Butterfly. Schoki geil. Man muss ja sagen, ne? Jedes Dörfchen, jedes Städtchen hat ja so seine eigenen Dinger, die es besonders ausmacht. Ne? Aber ich als Kroate muss halt eben sagen, ne? Kennst du eins? Dieser Dörfer kennst du irgendwie alles, ne? Weil die sind ja alle vom romanischen Stil her selber gleich gehalten. Gelato, ja, nee, Gelato. Das ist jetzt so die Spezialität von uns. Weißt du, was Kalangapoli ist? Was ist Kalangapoli? Praktisch ein bisschen durcheinander. Du bist was so irre, ohne was ich das. Jetzt wollte ich gerade den Regenbogen filmen und jetzt ist da die Wand. Ich glaube, man sieht es nicht so gut. Ein bisschen. Naja, egal. Aber wir können ja mal den Tag bewerten. Hör auf, bitte. Also, Gori. Wie hieß es? Gorjan. Grusjan. Ja, also kann man machen. Es war jetzt bei uns halt doof, dass es geregnet hat. Jemand, der Trüffel mag, also da gibt es ziemlich viel mit Trüffel. Und viel für Künstler, wer darauf steht. Also es ist ganz schön gemacht, auch so auf dem Berg. Ja, so auch auf dem Berg. Also wenn man hier in der Gegend ist, kann man auf jeden Fall mal vorbeifahren. Das lohnt sich schon. Ich gebe eine 8 von 10. Ja. 8 von 10? Nee, ich geb 4. Was? 4? Wieso 4? Das ist durchgefallen. Gefällt mir nicht. Why? Wieso, war doch schon nice von der Architektur. Ja, gar nichts gefällt mir da. Wow, das ist. Der Parking? Das ist, das merke ich mehr. Parking war gut. Parking war mir ja fast direkt vor der Church mäßig. Aufgeregt, weil ich war weg, also Schatz, die vier Punkte bist du schon, weil du dich so daneben benutzt. Ja, aber vielleicht, man muss ja auch den Tag bewerten, ne? Vielleicht kann man jetzt noch was rausholen mit UMAG und so. Wie hat dir denn
Umag gefahren. Ne, wo waren wir vorher? Das war okay. Mama Umag. Das war Umag? Okay. Ich hab mal Pizza. Was heißt okay? Wie viele Punkte? 8. Du? Ich sag, das, ich hab nichts zu beschweren. 10er. Echt? Ja, aber wieso? Wir haben relativ schnell einen Park. Man muss hier mal gucken. Parkmöglichkeiten, wie weit. Ja, aber das kann man ja jetzt neben Saison nicht bewerten, wenn wir jetzt in der Saison. Ich kann doch nur den Tag bewerten, ja, den wir genau. Heute erlebt haben. Ich kann doch nicht gucken, was im Juli ist. Also ich 9,5. Du Mama, Umag? Also Umag. Umag ist ein schöner Ferienort, wenn man so klassisch Ferien machen will, nicht weit fahren will. Wirklich eine sehr schöne Strandabschnitte, kann sehr schön an ne, viele Restaurants, auch am Meer. Was ich zu bemängeln habe, ist, dass zum Teil Hunde verboten sind, weil hier echt ausnahmslos super viele Hunde sind. Und finde ich nicht gut. Also, dass ein Hund nicht im Meer schwimmen muss, wo jetzt Menschen schwimmen, okay. Aber dass der nicht da laufen soll, das finde ich schon zu arg. Also, das finde ich nicht gut. Dafür gibt es für mich minus 10 Punkte Abzug. Das Restaurant kriegt 10 Punkte, war super, das haben wir ja schon bewertet. Dann gibt es da so einen schönen Platz mit einer Kirche, das sieht echt schön aus. Also es ist ein schöner Ferienort, der Leuchtturm fand ich auch mal nice to see. Also ich würde sagen, ja, 7 von 10. Und dann haben wir Novi Grad. Also Novi Grad ist sehr schön, wenn man auch Bilder machen will mit den Schirmen und mit der mit diesen Bögen, ne, was ihr alles in dem Video dann seht, muss ich sagen, ja, ist schon schön, also gerade für Bilder machen. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, so wie wir jetzt nebensaisonmäßig zu kommen, weil in der Saison stelle ich mir vor, dass es krachenvoll ist und dann da ein vernünftiges Bild hinzubekommen, glaube ich, wird super schwierig. Die Marina ist auch sehr, sehr schön. Schöne Hotels und Wohnungen, schöne Restaurants da. Also die Stadt ist wirklich super cute gemacht, finde ich. Also Novi Grad kriegt von mir 9,5 Punkte. Ich auch. Ja? Ja. 9,5. Du hast es alles sehr schön zusammenfassend gesagt, aber wie ich schon vor ein paar Aufnahmen sagte, irgendwie gleicht sich ja alles, irgendwie hat zwar alles seinen eigenen Charme, gleicht sich aber viel. Deswegen sage ich als Dalmatiner, ne, aus Dalmatien stammend, die Familie, klar, du bist hier oben schneller angekommen, komm schneller an die Ziele, ne, komm ich kurz über die Grenze, bist schon da. Wir müssen halt ein Stückchen weiterfahren, 200, 300 Kilometer plus minus. Wie gesagt, alles seinen eigenen Charme, aber hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Also ich muss sagen, dabei bleibe ich, das habe ich schon das erste Mal gesagt, wo ich hier war und auch das zweite Mal. Ich finde die Leute hier nicht so freundlich wie in Dalmatien. Das stimmt, ja. Also wirklich gar nicht. Das ist jetzt so ein Mangelpunkt, weil es ist wirklich Nebensaison und es ist nicht viel los und die Leute sind gefühlt genervt. Ich weiß nicht, ob es deren Art ist, aber man hat so den Eindruck, die sind genervt und haben eigentlich keinen Bock. Egal, ob ich jetzt beim Bäcker war oder egal in welchem Restaurant, in welcher Bar. Also außer in Umag, muss man sagen, die waren super freundlich im Restaurant. Aber das waren auch die einzigsten. Alle anderen sind gefühlt genervt. Ich weiß nicht, ob das deren Art ist, dass es so rüberkommt. Aber das finde ich halt schon eine harte Hausnummer, weil wie gesagt, wir sind noch nicht mal in der Saison. Es hat gerade erst angefangen und die sind jetzt schon genervt. Und ich finde hier oben die Menschen ein bisschen, wie soll ich sagen, arroganter. Und auch so ein bisschen kälter wie in Dalmatien. Ich finde, in Dalmatien sind sie freundlicher und auch so vom Charakter her wärmer. Also einfach so, finde ich jetzt. Ne? So alles von Sada auch runter, Markaska und so, muss ich sagen, gefällt mir persönlich auch besser wie hier oben in Istrien. Ja, wie Doma sagt, man ist hier schnell und man kann sich das hier definitiv mal angucken. Aber ich finde es unten schöner. Ja? Amen. Mama? Ja. So, wir sind jetzt zu Hause. Der Abend ist zwar noch jung, später haben wir es 8:30. Aber zuerst bekommt der Harris was zu essen. Dann muss ich aber an den Laptop Vlog schneiden, der Weekly Vlog.
Der muss heute hochgeladen werden. Geschnitten, hochgeladen. Ja, das war's.